Heute haben wir meinen kleinen Test von SecPlus in Bulgana in Vanille. Ja, fangen wir mal hier an. Habe ich schon reingemacht, 100 Gramm. Noch ein bisschen Milch rein. Ich gebe mir ein bisschen. Immer nach dem Training zum Bulgarien trinken. Ne? Viele haben mich gefragt, darf man überhaupt bei der Boss-Transformation nach dem Training einen Shake trinken? Natürlich darf man nicht. So, einmal hier, mit Diensttest. Schmeckt richtig gut. Geschmack 5 Sterne. Hat sich richtig gut aufgelöst. Hätte ich das nicht erwartet. Zum Beispiel, wenn man, das ist zum Beispiel jetzt schon wieder der Unterschied. Wenn man zum Beispiel Eiweißpulver von Rossmann nimmt, den schüttelt, dann bleiben da immer so eine Klumpen. Hier nicht. Dieses geile Teil, kann ich schon empfehlen. Immer nach dem Training, Jungs, könnt ihr euch bestellen. Ich glaube, 7 Kilo 70 Euro, glaube ich. Ich kann aber auch für 35 die 3,5 Kilo holen. Gibt es einen Schoko und Vanille? Ja, wie gesagt, sehr empfehlenswert. Könnt ihr nach dem Training mal trinken. So, ach so, noch zum Gewinnspiel. Ich mache in 2 Wochen noch mein Gewinnspiel, wenn ich 350 Abonnenten in 2 Wochen habe. Machen wir ein Gewinnspiel. Aber nähere Informationen später, ne? Okay, ciao Freunde, bis zum nächsten Video. Seid motiviert, bleibt motiviert. Peace.